Schön, dass so viele da sind und sich für das Thema klare Ansagen interessieren. Mein Name ist Reinhard Winter, ich bin Diplompädagoge und komme aus Tübingen in Deutschland. Und mein Hintergrund ist, vor dem ich das erzähle, was ich Ihnen heute sagen möchte, zum einen, ich arbeite mit Buben, bei uns heißen die auch Buben im Schwäbischen, aber im Hochdeutschen Jungen, mit jungen männlichen Jugendlichen in unterschiedlichen Zusammenhängen, mal im Kindergarten, mal in der Grundschule, mal in weiterführenden Schulen oder in der Beratung. Der zweite Bereich ist, dass ich mit Eltern arbeite, in der Elternberatung. Meistens sind es Eltern von Buben, die dann mit ihrem Buben zu mir kommen oder wegen ihrem Buben zu mir kommen. Und manchmal sind es auch Buben, die ihre Eltern schicken. Da gibt es dann gute Gründe dafür, die sagen, die Eltern haben die Schwierigkeit, nicht ich. Und im Idealfall arbeiten wir alle zusammen, also in der Beratung. Dann arbeite ich viel mit Eltern in der Elternbildung und Elternbegleitung, Elternberatung und mit Institutionen und Organisationen, die mit Kindern arbeiten, mit Schulen oder Beratungsstellen oder Jugendhilfeeinrichtungen. So, das ist mein beruflicher Hintergrund und mein privater Hintergrund, das will ich nicht verschweigen. Ich bin auch selber Betroffener, ich habe auch einen Sohn und eine Tochter. Die sind allerdings aus dem Gröbsten raus, also mein Sohn ist schon 22, meine Tochter 25. Aber wenn Sie jetzt kleinere Buben haben, dann kann ich Ihnen sagen, das hört nicht auf mit dem klare Ansagen geben müssen. Mein Sohn, der studiert, ja, und immer wenn er heimkommt, habe ich den Eindruck, er fällt zurück in frühkindliche Verhaltensweisen. Und man braucht dann doch immer wieder die eine oder andere klare Ansage. Ja, das ist mein Teil. Jetzt würde es mich kurz interessieren, wer Sie sind. Vorstellungsrunde können wir jetzt hier schlecht machen, aber vielleicht können Sie kurz Handzeichen geben. Wer von Ihnen hat einen Buben zu Hause? Wer ist als Mutter oder Vater da? Ah, ja, ja, gut, okay, sehr schön. Dann vielleicht gleich noch zum Alter der Buben. Welche Buben sind vor der Pubertät? Ah. Gibt es auch welche schon in der Pubertät? Ja. Wer weiß es nicht, ob da noch normal ist oder schon in der Pubertät? Ja, genau, genau. Es gibt so eine Zwischenphase, da weiß man es nicht, aber überwiegend vor der Pubertät ist wunderbar, weil dieses klare Ansagen geben können, dieses Klarsein in der Beziehung ist eigentlich ein wichtiges Fundament, mit dem man dann auch besser oder leichter durch die schwierige Phase der Pubertät kommt. Deshalb ist gut, sich vorher damit zu beschäftigen, sich so ein bisschen einzubriefen, einzustimmen, damit man dann, wenn es wirklich heiß wird und drauf ankommt in der Pubertät, noch mehr von diesen Registern ziehen kann. Gibt es auch welche, die beruflich da sind, oder? Ja? Ah ja. Mehrfach Betroffene, also im Sohn und beruflich da, auch das. Sehr schön, super Mischung heute. Prima, dann können wir mit dem Thema gleich ansteigen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel rede, dass wir pünktlich fertig sind. Deshalb gleich zum Thema, Buben brauchen klare Ansagen und gleichzeitig aber das Gegengewicht, das ist ein Teil der liebevollen Erziehung. Wenn ich das immer sage und erzähle, Buben brauchen klare Ansagen, dann erzählen die, die Töchter haben, sagen dann immer gleich, ja, aber Mädchen brauchen auch klare Ansagen. Ganz klar, ist auch so, Mädchen brauchen auch klare Ansagen. Neulich hat eine Mutter zu mir gesagt, ja, und Männer brauchen auch klare Ansagen. Auch das scheint manchmal der Fall zu sein. Aber wenn es den Unterschied eben gibt zwischen Buben und Mädchen, wenn man sagt, Buben brauchen klare Ansagen, dann betont es eigentlich, dass Jungen mehr oder stärkere oder prägnantere klare Ansagen brauchen. Und diesen Test mache ich öfters. Ich frage in Schulen, wenn ich neu in Schulen komme, dann frage ich immer so ganz naiv, ja, wie ist es denn bei Ihnen im Lehrerzimmer? Im Lehrerzimmer wird immer über die schwierigen Schüler gesprochen, die irgendwie Schwierigkeiten machen eben. Und wie ist es denn bei Ihnen? Und dann sagen die, ja, ja, bei uns ist auch so, wir reden auch viel über schwierige Schüler im Lehrerzimmer. Und dann sage ich, und wie ist das Verhältnis Mädchen, Jungen bei Ihnen in der Schule? Und immer ist es so, dass viel mehr im Lehrerzimmer über Jungen geredet wird, viel mehr über Buben, die ihre Sachen nicht mitbringen, die aufmüpfig sind, die irgendwelche Dinge anstellen, die übergriffig werden, was auch immer, was oder die versetzungsgefährdet sind. Also viel mehr Jungen, die das provozieren, dass
Erwachsene, auch Eltern eben und Professionelle klare Ansagen geben müssen. Also es gibt einen Geschlechterunterschied. Oder viele Eltern sagen, ja, stimmt, Mädchen brauchen auch klare Ansagen, aber bei Mädchen reicht es, wenn ich es einmal sage und dann hält es vielleicht eine Woche. Bei Jungen sage ich es fünfmal und dann hält es eine halbe Stunde, dann will er es wieder wissen. Also diesen Unterschied, ja, den stellen einfach viele fest. Und wenn es so einen Unterschied gibt, dann muss es irgendwie mit dem Männlichen zu tun haben. Es ist was Allgemeines. Also man kann fast sagen, alle Menschen brauchen immer wieder mal klare Ansagen oder eine Klarheit in der Beziehung, auch dass man sie konfrontiert oder mal kontrolliert. Das brauchen alle Menschen, es ist was Allgemeines. Und es hat aber noch einen Geschlechterunterschied. Also wenn es die Jungen mehr brauchen als die Mädchen, dann hat das was mit ihrem Geschlecht zu tun. Und dann muss man es übers Geschlecht verstehen. Weil im Verstehen können wir uns dann die Erlaubnis geben, den Jungen das zu bieten, was sie eben brauchen, aus ihrem Männlichsein heraus. Und ja, für das Männlichsein gibt es drei unterschiedliche Quellen oder drei Ursprünge, wie das Männliche in die Buben reinkommt, dass die irgendwann eben Buben werden. Zu diesen möchte ich ganz kurz drei Dinge sagen. Das ist so der erste Teil, diese drei Aspekte schnell in den Blick nehmen, dass man es versteht. Warum ist es so, dass Jungen mehr, intensivere, klare Ansagen brauchen? Der zweite Teil wird darum gehen, dass man so ein bisschen erklärt, was klare Ansagen eigentlich meint und wie das zusammenhängt mit diesem liebevollen, klare Ansagen geben. Und im dritten Teil möchte ich Ihnen ein paar konkrete Tipps oder Ansätze mitgeben, wie Sie das umsetzen können, wie Jungen das, Ihre Buben das dann tatsächlich erkennen können, dass Sie eine Mutter oder ein Vater sind, die gerade eine klare Ansage gibt. Ja, dann fangen wir an mit dem Verstehen. Es gibt übrigens hier keine Visualisierung, wie Sie schon gemerkt haben. Ich mag das eigentlich nicht so sehr, weil dann ich immer einen Eindruck habe, die Menschen gucken dann immer dahin und gar nicht auf mich. Aber es gibt in Ihren Unterlagen eine Zusammenfassung. Da steht das drauf, was ich jetzt in Folien zeigen würde, wenn ich Folien hätte, aber ich zeige ja keine. Gut, das Männliche, also das Bedürfnis nach klaren Ansagen, erklärt aus dem Männlichen raus. Jetzt können wir hier gemeinsam erheben, wie Sie denken, woher das Männliche kommt. Wie das Männliche in die Jungen reinkommt. Üblicherweise kommt als erstes, es hat was mit dem Körper zu tun, es steckt im Körper drin, das Testosteron macht die Jungen männlich. Sagen Sie hier auch Testosteron? Ich bin Schwabe, deshalb sage ich immer Testosteron. In Wirklichkeit heißt es Testosteron. Wie sagen Sie es hier in Oberösterreich? Testosteron. Gut, bemühe ich mich auch Testosteron zu sagen. Es ist was im Körper drinsteckt, was die Jungen männlich macht, von den Phänomenen her, die wir bei der Geburt erkennen, ja, dass ein Penis dran ist, das hat was mit Testosteron zu tun, aber es gibt auch Impulse aus dem Körper raus, die das Verhalten mit beeinflussen, aber nur mit beeinflussen. Ja. Die Jungen sind keine Maschinen, wo oben Testosteron reingeschüttet ist und dann fangen die an zu rasen oder tun irgendwas, machen irgendwas unkontrolliert. Aber das Testosteron und andere körperliche Phänomene setzen Impulse. Und mit diesen Impulsen müssen die Jungen umgehen und wenn die Impulse gut sind, dann bringen sie diese Impulse natürlich ins Leben. Und zu solchen Impulsen gehört, dass Jungen stärker daran interessiert sind, in Rivalität zu gehen. Man sieht es sehr schön, wenn Jungen einzeln ganz ruhig rumsitzen, irgendwas vor sich hinspielen, ganz entspannt sind, plötzlich kommt ein anderer dazu und wusch, entsteht die Idee, wir könnten irgendwie ein Kämpfchen machen oder wir könnten gucken, wer in welcher Disziplin der Stärkere, der Schnellere, der Bessere ist. Das entsteht dadurch, dass ein anderer oder auch eine andere dazukommt. Also der Impuls in die Statuskonfliktaktion oder in den Positionskampf zu gehen. Den Impuls gibt es eben auch inspiriert aus dem Körperlichen. Gibt es noch andere Gründe, deshalb raufen Mädchen manchmal auch, ja, die nicht so viel Ausschüttung von Testosteron haben, aber die Jungen eben deutlich stärker. Das ist ein Impuls. Und sobald ich gute Erfahrungen mache damit, und das fängt schon relativ früh an in der Kindheit, wird es übernommen in das Selbstbild als männlich. Es ist schön, es fühlt sich gut an, Kämpfchen zu machen und das will ich deshalb auch mit anderen machen. Zum Beispiel auch mit der Mutter oder mit dem Vater oder mit der Lehrerin, der Lehrer, Erzieherin, Erzieher, Kämpfchen machen, in Rivalität zu gehen. Das ist was mit körperlich inspiriert ist. Also
brauchen es die Jungen auf der anderen Seite, dass es welche gibt, die mit ihnen in Beziehung sind und gleichzeitig auch ein Interesse daran haben, in Rivalität zu gehen. Die Jungen haben mit dieser Rivalität immer die Frage oder das Interesse dann rauszufinden, wer gerade führt zum Beispiel, wer gerade die Stärkere oder der Stärkere ist. Und das brauchen die Jungen, dass wir es ihnen immer wieder vermitteln. Also jede halbe Stunde, wenn sie es wissen wollen, oder jede Woche oder alle zwei Wochen immer wieder deutlich machen, ich führe. Ich bin in der Situation die Stärkere oder der Stärkere, weil ich die Verantwortung habe für dich, solange bis du selber groß, stark bist, also mit 18 oder 25 oder ich habe mittlerweile die Prognose bei meinem Sohn, es wird wahrscheinlich mindestens 30 werden, bis wir ganz sagen können, so jetzt brauchst du nie wieder eine klare Ansage. Vielleicht nicht, also jedenfalls so lange, bis die Kinder selber Verantwortung für sich übernehmen können, brauchen sie das. Und bei den Jungen eben stärker, weil der Impuls da ist, in Rivalität zu gehen. Zweiter Impuls, der auch mit dem Testosteron zu tun hat, findet im Gehirn statt. Auch da wieder, man muss immer auch dazu sagen, die Jungen sind ganz unterschiedlich. Also es gibt vom Temperament oder vom Charakter her natürlich große Unterschiede unter den Jungen, genauso wie unter den Mädchen. Es gibt auch ganz wilde Mädchen, die das zum Beispiel auch stark provozieren, vor allem in den entsprechenden Phasen, also in der Trotzphase zum Beispiel, stark provozieren, dass sie permanent geführt werden müssen. Und es gibt entspanntere Jungen, die das gar nicht so stark in ihr Leben mit reinbringen, als wenn sie jetzt eher einen ruhigen haben, einer, der vielleicht immer ganz folgsam ist und artig und sowas, müssen sich keine Gedanken machen, da stimmt alles, auch mit dem Testosteron, der ist halt so von seinem Temperament her. Aber in der Tendenz ist es eben so, dass die Jungen einen stärkeren Impuls danach haben, in Positionskämpfe zu gehen. Und auch das wieder, was mit diesen Positionskämpfen zusammenhängt, einen stärkeren Impuls mit dem umzugehen, was das Testosteron im Gehirn macht. Wenn der Körper viel Testosteron hat, und das ist eben in solchen Statuskämpfen der Fall, da schütten die Jungen mehr Testosteron aus im Körper, weil sie einfach mehr haben, sie produzieren mehr. Also der Grundspiegel ist relativ gleich zwischen Mädchen und Jungen, aber in solchen Statusbehauptungskämpfchen, da steigt der Spiegel und das wird im Gehirn, kommt im Gehirn an, ungefiltert. Im Gehirn haben wir viele Rezeptoren für Testosteron und wenn viel da ist, dann fokussiert sich das Gehirn auf das Wesentliche, also was jetzt gerade Sache ist. Zum Beispiel, was jetzt gerade Sache ist, setze ich mich durch oder setzt sich die Mama durch oder der Papa durch. Also ein ganz normales, übliches Beispiel, wenn der Wunsch kommt oder die Ansage, räum jetzt dein Zimmer auf oder bring sofort die Schultasche in dein Zimmer, die du abgeworfen hast nach der Schule oder häng deine Jacke auf oder räum die Spülmaschine auf, wie auch immer. Das kann man interpretieren als eine Information oder eine Bitte oder man kann es interpretieren, wenn man entsprechend unterwegs ist, als eine Positions- oder Statusbehauptungssituation. Wer setzt sich durch? Ja. Und dann konzentriert sich das Gehirn darauf, so, jetzt wollen wir mal sehen, wer sich durchsetzt. Und diese Fokussierung funktioniert in zwei Richtungen. Also zum einen, indem das, was dann aus dem Menschen rauskommt, also in der Regel kommuniziert wird, fokussiert wird oder pointiert wird, auf den Punkt gebracht und gleichzeitig die Erwartung entsteht, dass das, was an Informationen gerade reinkommt, auch pointiert wird. Man sieht es sehr schön, wenn Jungen untereinander in Konflikt sind, also wenn sich der eine zum Beispiel auf dem Schulhof ja gerade ein Stück Pizza geholt hat und der andere kommt her mit der Kralle und will sich ein Stück nehmen, dann sagt der mit der Pizza nicht, wie wir uns das vorstellen, also Jonathan, ich habe mir die Pizza selber gekauft, weißt du, das Stück ist gar nicht so groß und wenn ich die nicht ganz esse, habe ich nachher vielleicht noch Hunger. Wie wäre es, wenn du dir von deinem Geld auch eine Pizza kaufen würdest? Dann könnten wir hier schön hinsitzen und zusammen Pizza essen. So wäre das ganz nett, aber der normale Kommunikationsweg geht dann direkt auf den Punkt gebracht, pointiert eben, vielleicht Pfoten weg, du Arsch oder irgendwas in der Richtung. Da muss nicht viel noch drumherum erklärt werden, sondern das ist das, worauf es ankommt. Und so ähnlich möchte das Gehirn in solchen Situationen, ja nicht in ganz normalen Alltagssituationen, in solchen Situationen, wo es darum geht, wer behauptet sich, wer kann sich durchsetzen, möchte das Gehirn oder braucht das Gehirn des Jungen auch, dass die Information ähnlich auf den Punkt gebracht
zurückkommen. Und wenn Sie jetzt den Konflikt mit der Spülmaschine zum Beispiel nehmen und dann Ihre ähnliche, ja, wie wir halt Erwachsene kommunizieren, Ansprachen, die so üblich sind, sich vorstellen, dann ist klar, da funktioniert was nicht. Also wenn Sie sagen, Leon, ja, ich habe schon dreimal gesagt, räum jetzt bitte die Spülmaschine aus, weißt du, das Geschirr hier steht so rum und es fängt an zu stinken und ich will jetzt endlich das dreckige Geschirr einräumen, damit ich endlich fertig bin mit der Küche und weißt du, musst auch mal lernen, dass du dich an Aufträge hältst und deine Socken hast du gestern auch nicht weggeräumt und außerdem liegt da noch deine Schultasche und wenn du es nicht lernst, also, du musst ja auch mal, ja, du kriegst später große Schwierigkeiten in der Schule, muss man auch das machen, was man tut und vielleicht kriegst du keine Frau, weil die Frauen wollen halt auch, dass man ihnen hilft, ja, so ganz normale Elternansprachen und die Jungen sind in der Situation nicht drauf aus, möglichst viele Informationen zu bekommen über das Ordnungsverhalten im Allgemeinen und im Speziellen, sondern die Jungen wollen wissen, wer setzt sich durch. Und die hören deshalb in solchen Situationen nur ein Rauschen. Ja? Irgendwas Diffuses findet da statt und sie warten, bis es wieder vorbei ist, damit sie wieder in den Kampf gehen können und sich durchsetzen. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, Sie merken es, aber so von der Richtung her ist tatsächlich was dran und ein Tipp wird sich deshalb darauf beziehen, auf die Frage, wie kann ich das so kommunizieren in solchen Situationen, wenn ich es wahrnehme, jetzt geht es darum, wer behauptet sich, wie kann ich das so kommunizieren, dass die Jungen das verstehen können, was nicht unbedingt heißt, dass sie dann immer alles machen, aber wenigstens haben sie es verstanden, worum es jetzt gerade geht. Eins noch, was mit dem Körper zusammenhängt und nicht mit dem Testosteron oder wahrscheinlich nicht, ist, dass bei den Jungen länger dauert, bis das Gehirn ausgereift ist und sie fähig sind, ihre Impulse zu kontrollieren. Impulskontrolle oder Inhibitionskontrolle heißt das fachlich. Da sind die Jungen 1 bis 2 Jahre später dran als die Mädchen. Und das heißt, dass die Jungen auf der anderen Seite länger die führende oder den führenden Halt der Eltern brauchen, weil sie eben selber noch nicht so weit sind, dass sie es kontrollieren können. Diese Impulskontrolle hat 2 Teile. Also das eine ist ein Reifungsprozess, da muss man eben reif sein, bis man es kann. Deshalb hilft es wenig, auch Zweijährigen groß zu erklären, warum sie jetzt irgendwas nicht machen sollen, weil sie es überhaupt noch nicht verstehen können. Also die brauchen einfach da auch die klare Ansage, mach das jetzt bitte so und mach das so. Aber wenn die Reifung dann da ist, dann braucht es auch noch ein Lernen dazu. Und auch da brauchen die Jungen länger Halt, Führung, Orientierung und Begleitung in dem, dass sie lernen, allmählich die Impulse zu kontrollieren. Und da hilft der Vergleich mit den Mädchen wenig. Also wenn man dann gleichaltrige Mädchen hat und sieht, ah, die sind doch auch schon so weit, die sind doch ganz nett und können sich, wenn sie irgendwie was weggenommen wird, dann hauen sie nicht mehr mit einem Schäufelchen einfach auf den Kopf, sondern schreien vielleicht wie wild rum oder holen Hilfe oder sowas, das kann man doch auch anders machen. Die Jungen sind dann eben oft noch nicht so weit und brauchen deshalb, auch das, gerade bei kleineren Jungen, ist eine Anforderung, dass sie eben mehr oder länger klare Ansagen, Halt, Orientierung, liebevolle Führung brauchen. Im Körper stecken noch mehr Dinge drin, das müssen wir jetzt aber abschließen, sonst kommen wir nicht durch. Der zweite Teil ist die Frage, wie das Männliche in der Psyche sich breit macht oder ausprägt, dass die Jungen psychisch männlich sind, von ihrer Identität her. Das ist auch ein ganz langer und ganz komplizierter Prozess, das wissen Sie vielleicht noch von sich selber, wenn Sie überlegen, wie lange es gedauert hat, bis so eine Geschlechtsidentität stabil ist. Und da finden in der Kindheit verschiedene Weichen statt und die Hauptweiche, wo die Mädchen und die Jungen sich unterscheiden, was für uns auch wichtig ist in der Beziehung zu den Jungen, die findet so im Kindergartenalter statt, also so 3, 4, 5 Jahre, bei manchen früher, bei anderen später. Das ist die Phase, wo die Kinder sich aus der Kleinkindposition rausentwickeln. Und die Kleinkindposition, die ist dadurch geprägt, dass Mutter, vor allem die Mutter als erste Beziehung und das Kind, der Sohn, wie verwoben sind miteinander. Also fachlich gesprochen Symbiose, also ganz nah, Mutter und Kind ganz nah. Das ist bei den Mädchen gleich wie bei den Jungen. Und beide müssen sich aus dieser Bindung lösen und eine neue Form finden, wie man nah und liebevoll in Beziehung ist, aus der Kinderposition raus. Ja, die Eltern begleiten das mit ihrer Liebe und mit ihrer Bindung ziemlich gleich, aber die Kinder entwickeln sich und entfalten dann eine neue Form von liebevoller, naher Beziehung. Und
bei den Jungen ist es so, dass sie sich eben rauslösen aus dieser Symbiose, und dann kommt eine neue Frage ins Spiel, nämlich wie kann ich nah, liebevoll in Beziehung sein? Und in dem Alter, also 4, 5, haben sie verstanden, man kann auch als Erwachsene nah in Beziehung sein, und da haben sie geguckt, wie man das macht, und wissen, das geht übers Heiraten. Und dann kriegen die Jungen aus der Distanz den Impuls, ich will die Mama heiraten. Das ist eine super Angelegenheit, ja, das ist vielleicht auch irgendwie so halbgenetisch geprägt und programmiert, also weg von der Mutter als Babymama, ja, und dann Zuwendung zur Mutter, ich will dich heiraten. Hat es jemand erlebt? Hat es ein Sohn gesagt? Ja, sehr schön, gut. Alle, wo es der Sohn nicht gesagt hat, müssen Sie nicht gleich nachher in die Psychiatrie mit ihm, das ist kerngesund, viele sagen es, andere sagen es nicht. Oft spüren wir das eher, es verändert sich was, die Beziehung ist plötzlich ganz anders. Er tritt vielleicht wie ein Kavalier auf oder will viel mehr helfen oder will kuscheln auf eine andere Weise oder brennt sich da auch rein, drängt sich rein als der, der jetzt hier den Platz für sich behauptet. Also da kommt auch eine Konkurrenzbeziehung mit dem Vater noch ins Spiel, sage ich noch gleich was dazu. Aber jetzt jedenfalls mit der Mama gibt es da einen Beziehungskonflikt. Denn der Junge will gleichzeitig beides. Der will weg sein von der Mama, als Babymama, und will die Mama heiraten. Ja, weg sein, heiraten, weg sein, heiraten. Und dieses Thema, diese Ambivalenz, dieses Dilemma, in dem er steckt, der will ja gleichzeitig was völlig widersprüchlich ist, nämlich nah sein und weg sein. Denn wenn er nah ist, ja, sobald er ganz dicht drauf ist, merkt er, das ist meine Mama. Ja. Und Mama, da klingelt dann noch bei die Babymama, die Krake von dem Mitfühlen und die Beziehung, und da will er doch raus. Ja. Und sobald er nah ist, geht er deshalb in die Distanz, und aus der Distanz will er wieder heiraten und wieder weg und heiraten, weg. Ambivalent. Und dieses Thema der Beziehungsambivalenz überträgt der Junge auf alle Beziehungen, die er hat, die er künftig hat. Man kann es bewältigen, also die Männer können beruhigt sein, man kann es einigermaßen bewältigen, dafür gibt es zum Glück Pubertät und so die ganzen Krisen. Aber trotzdem steckt in Jungen, in Männern dieses Thema der Beziehungsambivalenz viel stärker und deutlicher drin. Das ist ein Thema, ein männliches Thema. Das Mädchen hat es da viel leichter, ja, das löst sich von der Mama als Symbiose-Mama und dann heiratet den Papa. Und erledigt, ja, ganz linear, weg von der Mutter hin zum Vater, fertig. Der Junge bringt deshalb in alle Beziehungen, auch in der Beziehung zum Vater, zu anderen Jungen, zu Mädchen, später zu Frauen möglicherweise, das Thema der Beziehungsambivalenz mit. Man merkt es in dem Alter auch, wie sprunghaft oft Jungen sind. Also die kommen her und kuscheln und sind ganz nah und plötzlich zwicken sie ein und sagen, blöde Mama oder doofer Papa oder sowas. Man weiß gar nicht, was ist denn los, ich bin immer noch der Gleiche. Aber der Junge ist eben in der Beziehungsambivalenz. Und diese Ambivalenz schwingt eben in alle Beziehungen rein. Und das heißt, der Junge ist in seinen Beziehungen, von seiner Beziehungssicht her, unklarer, weil er eben dieses Dilemma hat. Und das heißt auf der anderen Seite, er braucht es von uns, dass wir klarer sind in der Beziehung. Denn wenn wir schwammig sind und er schwammig ist, kommt eigentlich nur ein ziemlicher Sumpf raus. Wenn er schwammig ist und wir sind klar, fällt es ihm leichter, auch selber wieder mehr Klarheit zu entwickeln. Eine Idee für die Praxis dann auch, warum es notwendig ist, die Haltung als Eltern klar zu haben, besonders in Beziehung zu den Jungen. Beim Vater, ich habe es schon angedeutet, kommt ab dem Moment nochmal was anderes ins Spiel. Der Vater ist für den Jungen der Prototyp des Männlichen, und deshalb hat für den Jungen, für sein Männlichsein, alles, was mit dem Vater läuft, auch in der Beziehung, eine besondere Bedeutung. Und in dem Moment, wo er die Mama heiraten will, weiß der Junge, weil er nicht blöd ist, ja, die ist ja irgendwie schon verheiratet, ob mit Schein oder ohne, ziemlich egal. Also da gibt es einen Vater, der im Spiel ist, und was mache ich mit dem? Ja, wichtige Frage. Was er macht, ist in Konkurrenz gehen. Mit diesem Vater will der Junge ab dem Moment konkurrieren, und er nimmt es auch auf in seine Psyche, das heißt seine Psyche, die sich gerade entwickelt. Konkurrieren heißt männlich sein und männlich sein heißt konkurrieren. Immer wenn er nicht weiß, bin ich gerade männlich oder sehen die anderen, dass ich wirklich ein Junge bin, dass ich männlich bin, dann sucht er sich jemand, mit dem er konkurrieren kann, und da gibt es ja zum Glück viele Gleichaltrige, aber eben auch die Mutter, den Vater, die Erzieherin, die Lehrerin, den Lehrer, alle. Mit allen kann man
konkurrieren. Und das, dieser Impuls des Konkurrierens strahlt eben auch auf unsere Erwachsenenbeziehung zu dem Jungen. Und wenn der Junge Konkurrenz als Beziehung sieht, dann sollten wir das auch beantworten können. Auch Konkurrenz als Beziehung sehen können und nicht als was Bösartiges, was die Beziehung abbricht, sondern ah, er will konkurrieren, bitteschön, dann machen wir jetzt Konkurrenz, und zwar liebevolle Konkurrenzbeziehung. Das spielt dann vor allem eine Rolle, wenn es um Regeln geht zum Beispiel oder um Konsequenzen, um sich durchsetzen, um die Frage der Macht. Da rein spielt das Thema der Konkurrenz oder immer eigentlich die Frage, wer setzt sich durch, erfordert von uns, dass wir einigermaßen klar sind und eben klare Ansagen geben können. Dann gibt es noch mal einen dritten Teil, der auch stark reinwirkt, das sind die Männlichkeitsbilder, die überall rumwabern, auch wenn sie in ihrer elterlichen Beziehung, in ihrer Liebesbeziehung völlig egalitär sind und wo es überhaupt nicht erkennbar wird, wenn vielleicht sie laufen zu Hause immer mit Röcken rum, ja, oder es gibt Frauen mit kurzen Haaren und mit Hosen und die Kinder ab einem bestimmten Alter, wenn sie Männer und Frauen malen, egal wie es zu Hause zugeht, malen sie die Frauen mit langen Haaren und mit Kleidern oder Röcken und die Männer mit Hosen und mit kurzen Haaren. Und das zeigt, ah, dann haben sie was gelernt, wie es in der Gesellschaft aussieht oder was die Gesellschaft erfordert oder verlangt von den Jungen als männliche Wesen. Und dann gibt es verschiedene Hauptsätze, die wabern so durch, auch wenn wir sagen, Männer müssen zum Beispiel gar nicht stark oder mutig oder durchsetzungsfähig sein. Wir lieben eigentlich Männer, wenn sie entspannt sind und sanft und wenn sie gut zuhören können. Trotzdem lernen die Jungen, was die Gesellschaft verlangt, und das sind andere Hauptsätze. Ein Hauptsatz ist, der Mann muss stark sein. Das prüfe ich immer ab, wenn ich mit Eltern arbeite. Ist eigentlich überall so, wird in Oberösterreich auch so sein. Mann muss stark sein. Ja, wie gesagt, unabhängig davon, ob die Eltern das auch vertreten oder nicht, die Jungen lernen das. Zum Beispiel aus den Spielsachen, aus Medien, aus Vorbildern in der Gesellschaft, aus Figuren, die sie anhimmeln, aus Fußballstars, wie auch immer. Alle vermitteln solche Botschaften. Wenn ich das Bild habe und die Vorstellung, der Mann muss stark sein, dann brauche ich auch ein Umsetzungsfeld dafür. Wo es die Jungen umsetzen, zum Beispiel in ihren Spielen, wo sie das, obwohl sie selber ja noch als kleine Buben noch gar nicht so stark sind, spielen sie ihre Größenfantasien aus in ihren Spielsachen. Zum Beispiel, ein Klassiker ist die Ritterburg. Wer von Ihnen hat irgendeine Playmobil-Ritterburg oder sowas zu Hause? Sehr schön, gut. Auch das funktioniert überall, wahrscheinlich weil die Playmobil-Firma so stark ist und das überall verkauft. Aber noch bevor es Playmobil gab, gab es schon Ritterburgen und da haben die Jungen das auch gespielt. Und es gibt Alternativen, die ähnliche Ritterburg-Spielen sind, wie zum Beispiel Seeräuberschiffe. Wer hat das zu Hause? Aha, gut. Seeräuberschiffe oder Star Wars, ja genau. Also überall sind eigentlich Ritterburg-Themen drin, wo dieses Starksein und in den Kampf gehen, um wichtige Sachen kämpfen, auch bei der Polizei und so, überall, die Jungen spielen können, die spielen das aus. Und dann versuchen sie es auch im wirklichen Leben zu übertragen, denn wenn sie wissen, ich bin männlich, wissen sie auch, ich bin stark, und dann denken sie, ich bin natürlich auch stärker als die Mama oder der Papa oder die Erzieherin oder der Lehrer. Oder wollen sie zumindest wissen, ist es so? Das ist die Frage, die die Jungen aus ihren gesellschaftlichen Männlichkeitsbildern mitbringen. Ist es so, dass ich stark bin? Ist es so, dass ich stärker bin? Und deshalb versuchen sie es mehr auszuhandeln mit uns als Erwachsenen, als Eltern genauso. Und brauchen es wirklich von uns die Antwort, ja, du bist stark, aber ich bin immer noch stärker. Ja? Ich habe die Verantwortung, ich habe den größeren Überblick. Wir sind zwar gleichwürdig, ja, wir stehen auf gleicher Ebene, ich bin nicht mehr wertvoller als du, aber ich habe einfach als Vater oder als Mutter oder als erziehende Person mehr Verantwortung und deshalb bin ich in gewisser Weise auch stärker. Und die Jungen provozieren das, die wollen die Antwort wissen, aber sie wollen eben diese Antwort wissen, ja, ich bin immer noch stärker, und morgen wollen sie es wieder wissen und muss man nochmal sagen, ja, immer noch bin ich stärker und immer noch. Und die Schneise für uns oder eine Chance, die da drin steckt, ist, dass in diesen Spielen, obwohl das oft nicht erkennbar ist, in diesen Spielen sowas drinsteckt wie nochmal eine andere Ebene. Das sieht man, finde ich, wieder sehr schön an der Ritterburg.
An der Ritterburg gibt es ja die Ritter, die da hinausreiten und kämpfen mit ihren Schwertern und versuchen da andere abzustechen und sich durchzusetzen und wirklich zu messen, wer der Starke ist. Aber im Hintergrund gibt es immer eine andere Ebene, eine höhere Figur, also zum Beispiel die Königin oder der König. Und auf dem Raumschiff gibt es den Commander oder die Commanderin. Und im Indianerdorf gibt es den Häuptling oder die Frau vom Häuptling, ich weiß nicht, wie die heißt, also die Frau Häuptling. Also überall, und bei der Polizei gibt es den Obergeneralinspektor, also überall gibt es praktisch hinter den Kämpfenden nochmal eine Figur. Und das ist unsere Chance oder auch unser Auftrag, mit einer Deutlichkeit auftreten zu können, dass die Jungen das immer wissen, ich bin zwar der Krieger, der kämpft, aber die Eltern sind zum Beispiel die Könige oder also König oder Königin. Das ist im Hintergrund, das ist sozusagen unsere Position, die es den Jungen ermöglicht, männlich zu sein und trotzdem zu folgen. Männlich sein und folgen geht. Ja, das ist so die Botschaft. Übrigens auch im wirklichen Leben. Ja, das ist auch nicht so, dass wir alle Männer, wenn wir jetzt hier einen kleinen Test machen würden, alle Männer Generaldirektor, Präsident sind, sondern die allermeisten sind eben nicht an der obersten Führungsebene von irgendwas, sondern irgendwo eingeordnet in der Hierarchie und sind eben trotzdem männlich. Das ist die Botschaft, die die Jungen lernen und sich auch erwerben müssen, dass männlich sein eben zwar schon heißt, stark zu sein, aber eben auch noch folgen zu können, weil es andere gibt, die Könige oder Königin sind. Und auch da wieder ist eben die Frage, die die Jungen immer wieder stellen, bist du wirklich der König oder bist du wirklich die Königin? Und diese Frage sollten wir beantworten können. Ich muss immer wieder auf die Uhr gucken. Wie das geht, ja, also ist klar, auf der einen Seite brauchen es die Jungen. Das ist ein Bedürfnis von Jungen, diese Antwort zu bekommen, ja, ich kann dich führen, ja, ich kann dir klare Ansagen geben. Es ist allerdings dummerweise ein indirektes Bedürfnis. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Also es ist zwar ein Bedürfnis, ja, aber es ist eben nicht so ein Bedürfnis, was klar geäußert werden kann. Wo die Jungen sagen, wie bei Hunger zum Beispiel, ja, haben sie klar, ich habe Hunger, gib mir ein Stück Pizza oder kochen wir, holen wir Pizzaservice, sondern oder bei Durst oder ich muss aufs Klo oder ich will atmen, ich brauche frische Luft, ja, ich muss mich bewegen. Das sind direkte Bedürfnisse. Indirekte Bedürfnisse sind nicht so klar fühlbar und die Jungen äußerst auch nicht. Das ist ein bisschen wie bei der Bildung. Bildung ist auch ein indirektes Bedürfnis, wo man es erst mittelfristig merkt, dass was schiefgegangen ist, wenn es zu wenig Bildung gab. Ja, die Jungen kommen nicht und sagen, oh, ich will endlich Englischvokabeln lernen oder ich will, sag mir, wie Wurzelziehen geht, ich muss heute noch ein bisschen Bildung kriegen, sonst geht es mir schlecht. Das sagen sie nicht. Und deshalb sagen sie auch nicht, ich brauche mehr Führung, ja, führe mich bitte ein bisschen stärker. Das sagen sie wohl, aber wenn, dann indirekt. Deshalb ist es gut, wenn wir das wissen als kompetente Eltern oder auch kompetente Fachkräfte, dass wir dieses Bedürfnis mehr wissen oder erspüren können und den Jungen angedeihen lassen, noch bevor sie es irgendwann so krass formulieren müssen, dass es wirklich eine extreme Bedürfnisäußerung ist. Also es ist eher was Feineres und gerade in der Kindheit auch was Subtileres, was eben dann rauskommt, wenn die Jungen zum Beispiel auf den Konflikt ankommen lassen, ob sie jetzt ihre Jacke aufheben oder nicht oder ob sie die Spielmaschine ausräumen oder nicht. Also es ist ein indirektes Bedürfnis. Aber es ist ein Bedürfnis nach klaren Ansagen, aber klare Ansagen liebevoll zu bekommen. Es geht nicht darum, dass die Jungen grober angepackt werden müssen oder hart angepackt werden müssen oder gar geprügelt werden müssen. Ja, es ist überhaupt keine Frage, dass es das Bedürfnis nach klaren Ansagen gibt, aber gleichzeitig eben das liebevoll geschehen sollte. Diese Art von klar Ansagen geben sollen, ist was, was nur in Beziehungen geht. Also es geht um die Bindung, um die Beziehung zum Jungen und das zu halten, indem wir klare Ansagen geben. Es geht eigentlich um zwei Qualitäten, die da drin stecken, immer gleichzeitig, nämlich nah zu sein und klar zu sein. Also Wärme zu empfinden, Zuwendung zu empfinden, den Jungen zu verstehen, auch eben in dem zu verstehen, dass er es gerade provoziert, dass ich ihn
führen soll und gleichzeitig eben die Führung zu geben, das Lenken, das Beaufsichtigen, manchmal auch das Kontrollieren oder das Konfrontieren und ganz klar zu sagen, nee, so geht es nicht oder nein, so will ich das nicht, aber eben dabei in der Bindung und in der Beziehung zu bleiben. Es ist ein bisschen schwierig, das sich theoretisch vorzustellen, aber in der Praxis merken wir es ziemlich genau. Wenn wir nämlich kalt werden oder die Beziehung abreißen lassen oder wirklich den Wunsch hätten, ihn an die Wand zu knallen, dann ist dieses Liebevolle nicht mehr mit enthalten. Also dann geht es mehr darum, das zu stärken, dass es ums Verstehen geht, ums Liebevolle, Mitfühlende geht und gleichzeitig das Bedürfnis zu erkennen, klar und führend zu sein. Was manche Eltern machen, was für die Jungen ein großes Problem ist, ist, dass sie diese beiden Qualitäten auseinander dividieren. Früher war das auch so. Das klassische Mütterlichkeitsbild war eher überfürsorglich, überliebevoll, also liebevoll im Sinne von eben nachgiebig sein. Und das traditionelle Vaterbild war überstreng zu sein, weil das auseinander geteilt wurde. Und das machen manche Eltern heute noch und das führt die Jungen in große Loyalitätskonflikte. Natürlich unterscheiden wir uns als Eltern. Ja? Der eine hat mehr von dem und der andere mehr von dem. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber wenn es zu weit auseinander geht, dann neigen eben, zumindest traditionell, es gibt auch den überkreuzten Fall, aber in der Tendenz, wenn ich das in der Beratung erlebe, neigen dann die Eltern dazu, dass die Mutter eben übernachgiebig ist und überhaupt keine Grenzen, keine Orientierung setzt und drauf setzt und hofft, dass wenn der Vater kommt, dass dann er die klaren Verhältnisse wiederherstellt. Und das führt dazu, dass die Väter dann eher überstreng werden. Und ein überstrenger Vater und eine übernachgiebige Mutter, das ist für Kinder eine ziemliche Katastrophe, weil sie nicht wissen, wo es lang geht. Also an der Stelle sollten wir uns eher auch annähern, dass beide von beidem haben, beide diese Fähigkeit haben, nah und klar zu sein. Dieses klare Ansagen geben ist was, was in der Beziehung passiert und weil es in der Beziehung passiert, gibt es auch da keine klaren Konzepte, also keine Wenn-Dann-Rezepte, wo man sagt, wenn dein Kind 10 Minuten zu lange fernsieht, dann musst du dieses oder jenes machen. Auch das war früher anders, das ist ziemlich aufwendig, dass sich das verändert hat. Es war früher auch anders. Früher wusste man, wenn er nicht folgt, gibt es eins hinter die Ohren oder gibt es dann Rute und dann wird er schon wieder folgen. Und das ist ein gewalttätiges Muster von Erziehung. Das wollen wir heute eigentlich nicht mehr. Heute heißt eigentlich eher der Lehrsatz, also früher hieß es, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Und das hat immer im Hintergrund gedroht und deshalb waren die Kinder auch folgsamer früher. Heute heißt es eigentlich mehr, und bist du nicht willig, dann müssen wir nach der Beziehung gucken. Dann brauchen wir mehr Beziehung, dann brauchen wir vielleicht erstmal mehr Nähe oder wieder in Kontakt kommen, bevor sich dann irgendwas verändert. Und das bedeutet für uns als Erziehende, dass wir das immer tun. Also diese Idee der Klarheit oder das klar auch Ansagen geben können, wenn es erfordert ist, ist was Dauerhaftes. Nicht nur, wenn es hochkonflikthaft ist, sondern dauerhaft. Immer sind wir praktisch gefragt, gleichzeitig liebevoll, nährend, nah, verstehend und klar orientierend zu sein. Und viele Eltern machen das auch sehr gut. Ich sage, wie gesagt, gleich noch ein paar Tipps dazu oder Vorschläge, wie man das gut umsetzen kann. Zu diesen Teilen, wie man das umsetzen kann, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es nicht was ist, was wir ständig auf so auf 100% fahren müssen. Ich stelle mir es eher vor wie Regler an einem Mischpult, wo man einfach, wenn man merkt, es ist zu wenig Hall zum Beispiel da, dann kann ich die Regler nach oben fahren oder ich brauche mehr Lautstärke, dann tue ich die Regler nach oben. Aber wenn ich merke, es funktioniert alles, ja, ich sage, oh bitte räum deine Jacke auf, dann geht er hin und räumt die Jacke auf, ist ja wunderbar, dann muss ich nicht immer permanent laute, klare Ansagen geben, sondern dann fahre ich die Regler runter und denke, ja, ganz prima, und dann gucken wir mal, wie lange es funktioniert. Und tatsächlich, er braucht keine klaren Ansagen, dann bin ich habe es zwar noch präsent, ja, aber die Art oder die Qualität ist ziemlich unten, bis dann wieder ein Moment kommt, wo es klar ist, jetzt ist wieder mehr gefordert und dann kann ich die Regler nach oben fahren. Also eher ein dynamisches Modell und kein rigides Modell. Ja, und diese Regler oder diese Instrumente, da will ich jeweils kurz ein paar Sätze dazu sagen. Die erste
das erste Instrument oder die erste Form, Gestaltungsweise, wie wir klare Ansagen machen können, ist unsere innere Haltung, unsere Einstellung, wie wir stehen zu unserem Elternsein oder Elternsein, Vatersein, Muttersein als führende Person, als Führungskraft sozusagen oder auch als Fachperson. Also unsere Haltung, die Klarheit in uns selber, dass wir wissen, wer bin ich eigentlich? Ich bin Mutter und ich bin Vater und ich kann das halten, ich kann das durchhalten und ich weiß auch, das ist für viele die schwierige Stelle, ich weiß auch, dass gerade diese Haltung auch dazu führen kann, dass der Junge mich ziemlich blöd findet. Und das auszuhalten, denn wenn wir konfrontieren oder wenn wir was verlangen, ja, dann ist klar, das ist erstmal was Unangenehmes, dass er eben die Mühe machen muss, jetzt aufzustehen, wieder den Schulranzen in sein Zimmer räumen oder 3 Minuten Zeit aufwenden muss, um die Spielmaschine auszuräumen oder seinen Zimmerboden aufzuräumen. Also es sind Aufwände und natürlich, wenn wir solche Aufträge kriegen, das geht Erwachsenen eigentlich auch so, dann sind wir meistens nicht hoch erfreut und sagen, ja, glücklicherweise kann ich jetzt für dich was tun, sondern erstmal, hey, warum, das ist doch blöd. Und dieser Impuls, ja, dass die Kinder uns blöd finden, auch wenn wir zum Beispiel Konsequenzen verhängen, wenn sie sich nicht an Regeln halten können, das führt dazu, dass da die Jungen eben gerade auch, weil sie es geübt sind und gelernt haben, auch in Statuskonflikte zu gehen, ziemlich Dampf geben. Und Dampf geben heißt eben auch, das uns spüren lassen, dass sie in dem Moment überhaupt nicht so harmonisch schwingen oder harmonisch unterwegs sind, wie wir uns die Familie immer vorstellen, dass sich alle immer verstehen und ganz nah sind und freundlich miteinander umgehen. Es ist eben ein Teil der Liebe, dass wir diese Haltung haben und diese Haltung auch aushalten können und uns auch aushalten können, dass der Junge mal schlechte Laune hat, weil er eben den Tag lang nicht fernsehen darf oder nicht am Computer spielen. Das gehört alles in diese Haltung mit rein. Wenn Sie sich immer wieder fragen, wenn Ihr Sohn mit Ihnen umgeht, wer bin ich eigentlich? Dann ist es ein wichtiger Hinweis darauf, Ihre Haltung zu überdenken oder mit ihrer Haltung zu arbeiten. Viele merken das eher daran, wenn die Jungen größer werden und manche neigen auch dazu, dann immer frecher zu werden, dass man eher merkt, das will ich nicht. Ja, also, dass der Sohn mit mir redet, nee, das will ich nicht. Und dann zur Haltung gehört eben dazu, dass wir wissen, wie will ich es denn? Und ja, wenn wir drüber stolpern, so will ich es nicht, dann sind wir aufgefordert zu überlegen, wie will ich es? Und diese Haltung in die Beziehung reinzubringen, hilft Jungen klar zu sehen und mit uns klar zu kommen. Zweiter Vorschlag oder der zweite Bereich, wie wir klare Ansagen geben können, sind unsere Werte. Die Werte erleichtern es uns, gute Führungskräfte für die Jungen zu sein, klare Ansagen zu geben, weil unsere Werte sind das, was uns trägt als Eltern, als Erziehende. Die Werte machen es nämlich, dass wir nicht in unserem Egoismus gefangen sind, sondern über den Egoismus raus für was Größeres stehen. Also wir haben Werte, die uns mit anderen verbinden. Andere finden die Werte auch wichtig, Gerechtigkeit zum Beispiel oder Toleranz oder Wahrhaftigkeit, wichtige Werte. Und bei den Werten merkt man es schön an den Stellen, wo wir ärgerlich oder wütend werden. Das ist nämlich meistens da, wo auf unseren Werten rumgetrampelt wird. Eine schöne Übung für zu Hause, wenn Sie Partner oder Partnerin haben. Wichtig sind nämlich bei den Werten die Handlungswerte, also die raus erkennbar werden in dem, was wir tun. Und das kann man sich gegenseitig viel besser an sich wahrnehmen, was die Handlungswerte sind, die wir an uns gegenseitig sehen. Also was sehe ich an dir, was du, wofür du stehst oder was deine Werte sind, die im Hintergrund sind. Die Werte laden uns auf in unserem Elternsein und machen sowas wie eine Aura, dass die Jungen das eben leichter rauslesen können, dass wir führen. Deshalb ist es gut, sich mit den Werten zu beschäftigen, zu wissen, welche Werte wir vertreten. Wie gesagt, wichtiger sind Handlungswerte als Predigtwerte. Wir hatten mal eine Phase mit unserem Sohn, da war er vielleicht so 8 oder 9 und hat ziemlich viel geschwindelt in der Zeit. Also, und in dem Alter durchschaut man es zumindest noch ziemlich oft, wann er schwindelt und wann nicht. Und wir haben immer gesagt, es ist wichtig, dass du die Wahrheit sagst, weißt du, wir wollen dir vertrauen können. Und wenn du was sagst, wo wir wissen, na, das ist nicht so wahr, dann stört es die Beziehung. Also Wahrhaftigkeit, wichtiger Wert und so. Und dann hat
das Telefon eines Tages geklingelt. Ich war zu Hause, das Telefon hat geklingelt, mein Sohn ist drangegangen und hat gesagt, hallo Oma. Und meine Mutter war schon gestorben in der Zeit. Und dann wusste ich, das ist die Schwiegermutter. Und dann habe ich gesagt, ich bin im Keller, ich bin im Keller. Und wie ich so wedle, war es mir klar, und ihm auch, das war jetzt kein Akt der Wahrhaftigkeit. Und wahrscheinlich hat er es genau da gelernt, von mir gelernt, ja, dass man eben sich auch durchschlawinern kann. War eine sehr wichtige Reflexionsebene, die mir mein Sohn gegeben hat. Nächster Regler, der dritte, ist der Kontakt. Diese Art von Beziehung heißt einfach in Kontakt sein und eben nicht abzubrechen und abzureißen, wenn wir einen Konflikt haben, sondern eher den Kontakt zu verstärken, also zu überlegen, wie können wir mehr in Kontakt kommen, wenn es schwierige Situationen gibt. Dafür ist es heute halt ziemlich schwierig, weil wir so abgelenkt sind. Ja? Sehr viele Eltern sind im Stress. Stress gehört einfach mit zum Elternsein dazu. Dazu kommen noch 150 elektronische Geräte, die alle um uns herum aufgebaut sind und noch ganz viele wichtige Aufträge, die ständig lauern. Und das führt dazu, dass wir oft nicht gut in Kontakt sind mit den Jungen. Und die Jungen merken das, wenn wir nicht in Kontakt sind, dass wir dann auch nicht gut führen können. Also immer wenn wir rausgehen, weil die Gedanken noch woanders sind, wenn wir Hausaufgabenfrage beantworten, denken gleichzeitig, oh, und nachher gehe ich noch einkaufen und was, ah, da war doch noch irgendwas, was war das nochmal, sind wir immer raus aus dem Kontakt. Wenn es nicht funktioniert mit dem Jungen, ist immer gut zu überlegen, wie kann ich den Kontakt intensivieren, wie kann ich das machen. Manche machen das mit den Fingern, dass sie sagen, hey, hörst du mich, hier bin ich, so zum Beispiel, ja, oder Körperkontakt aufnehmen. Immer wenn wir berührt sind, sind wir in Kontakt. Also wenn wir emotional nichts richtig spüren, ist es vielleicht gut, körperlich in Kontakt zu gehen, die Hand auf die Schulter vom Jungen zu legen oder ihn so leicht anzufassen und sagen, hey, hallo, ich rede gerade mit dir. Einfach zu gucken, wie können wir es machen, dass der Kontakt besser und intensiver wird. Vierter Bereich, viertes Thema ist die Kommunikation. Ich habe es schon angedeutet, Eltern neigen dazu, vor allem die Mütter übrigens, die Väter sind da von ihrer eigenen männlichen Sozialisation her manchmal ein bisschen fokussierter unterwegs. Aber auch es gibt Väter, ich zum Beispiel, ja, die reden gern und viel. Und in diesen Statussituationen, nicht wenn wir ganz normal miteinander reden, ja, in diesen Status-Konfliktsituationen, da kommt es drauf an, auf den Punkt zu kommen. Und das können Sie sich einfach als Leitsatz überlegen, ich will auf den Punkt kommen. Auf den Punkt kommen geht, da gibt es Versuche dazu, als Idee oder als Leitidee, ganz einfach, indem Sie versuchen, das, was Sie sagen wollen, in 7 Worte zu packen. Also nicht mehr als 7 Worte. Das können Sie üben oder das muss man üben, ja, weil man eben als Erwachsener dazu neigt, lange Sätze zu bilden und viel zu sagen. Das kann man üben, heute Nachmittag, heute Abend, wenn Sie heimkommen, beim Autofahren, beim Heimfahren. Versuchen Sie mal, sich in 7 Wortsätzen zu unterhalten. Ja, alles, was Sie Aussagen wollen, in einen Satz zu packen, nicht mehr als 7 Worte. Für den Jungen heißt es mit der Spülmaschine dann zum Beispiel, räum jetzt bitte sofort die Spülmaschine aus. Genau 7 Worte und sogar noch ein Bitte dabei, ja, das muss man auch noch dazu, viele Jungen interpretieren so Bitte allerdings dann als Bitte, ja, und Bitte kann man zustimmen oder kann man ablehnen, dann müssen Sie ihn informieren und sagen, das Bitte geht nur um die Höflichkeit, eigentlich geht es darum, räum jetzt sofort die Spülmaschine aus. Aber es geht jedenfalls, dass wir solche Dinge formulieren, 7 Worte. Und das andere ist, machen Sie auch einen Punkt. Also lassen Sie so einen Satz mal stehen und schieben Sie nicht gleich noch 17 andere Sätze hinterher, sondern lassen Sie einfach stehen, dann können Sie einigermaßen sicher sein, dass die Botschaft auch ankommt. Dann gibt es den Bereich Regeln und Vereinbarungen. Es ist klar, bei den Regeln, da wird ausgehandelt, wer setzt sich durch, aber auch, welche Bedürfnisse sind da. Wir brauchen die Regeln, um Bedürfnisse zu organisieren. Und deshalb sollten wir zuerst davon ausgehen, wenn wir Regeln vereinbart haben, dass die Jungen sich auch dran halten und nicht gleich sagen, und wenn nicht, dann gibt es jenes. Und auch von der Haltung her darauf ausgehend, dass die Jungen nicht als Tyrannen unterwegs sind und auch nicht bösartig sind, sondern zunächst mal wollen auch die Jungen kooperieren. Deshalb gehen wir davon aus, ja, wenn wir Regeln vereinbaren, die Jungen halten sich dran. Ein größerer Schnitzer, den viele Eltern machen, ist, dass sie es als selbstverständlich nehmen, wenn Jungen sich an Regeln halten und nur dann intervenieren, wenn sie es nicht tun.
Besser ist es, umgekehrt so vorzugehen. Wenn der Junge, vor allem wenn wir merken, es fällt ihm schwer, diese Regel zu halten, und er hat sich dran gehalten, dann sollten wir es registrieren. Dann sollten wir kurze Rückmeldung geben, ah, erst 7 und du bist schon da, wir haben noch 7 ausgemacht, jetzt 5 vor 7, super, danke, ich habe mir gar keine Sorgen gemacht, das hat mich gefreut. Nur solche kurze Bemerkung, ich habe es gesehen, du hältst dich an Regeln und das ist schön, das freut mich. Ja. Da ist auch Kontakt, Beziehung da, Gefühle sind Beziehungsträger und es ist wichtig für die Jungen, dass sie das zurückgemeldet bekommen. Natürlich ist auch wichtig, wenn sie sich nicht an Regeln halten, dass sie dann auch eine Antwort bekommen, dass wir intervenieren, dass wir sagen, ich habe es gemerkt, dass du dich nicht an die Regeln hältst, und wenn es notwendig ist, gute Konsequenzen folgen lassen, wobei oft auch schon dieser Hinweis, ich habe es gemerkt, auch schon eine Konsequenz ist, also muss nicht immer was Großartiges sein, aber einfach, ich zum Beispiel habe starke Augenbrauen, ja, manchmal, wenn ich mit Jungen arbeite und sehe irgendwas, dann ziehe ich die Augenbraue hoch, dann merkt er, oh, er hat es gesehen, ja, ich verhalte mich lieber besser, anständig jetzt. Also auch das können Konsequenzen sein, natürlich, wenn die Verstöße größer sind und werden, muss auch die Konsequenz drauf passen. Im Idealfall irgendwas, was mit dem Verhalten zu tun hat, also Computerzeit überzogen, zu lang am Tablet gesessen mit diesem Spiel, also am nächsten Tag vielleicht kein Tablet oder nur die halbe Zeit. Also irgendwas, was mit dem zusammenhängt, das hilft den Jungen, sich besser an Regeln zu halten. Reden ist für viele Jungen auch eine gute Konsequenz, also reden zu müssen, dann sich erklären müssen, sagen, warum ist schon wieder, warum muss ich immer da mich so wehren mit der Schultasse, ja komm, jetzt sitzen wir mal zusammen und dann müssen sie reden, müssen sich erklären, wie es überlegen, wie man es besser machen könnte. Da geht wertvolle Zeit drauf und viele Jungen halten sich, glaube ich, deshalb an Regeln, weil sie wissen, oh, sonst muss ich nachher wieder dran überreden, komm, mache ich es lieber, dann habe ich es hinter mir. Also das kann eine gute Intervention, Konsequenz sein. Oder Wiedergutmachen, wenn es geht, irgendwie Sachen wieder gut zu machen, auch das sind gute Konsequenzen. Also dass es dann wirklich ausgeglichen ist wieder hinterher, das ist auch wichtig. Wenn was eine Konsequenz gab, ist es gut, das dann gut sein zu lassen. Ja? Der hat die Konsequenz geschluckt, also einen Tag kein Tablet gespielt und dann ist am nächsten Tag wieder ganz neu. Ja? Dann fangen wir wieder neu an, ist Tafel ausgewischt, alles wieder gut gemacht und das gleiche Spiel fängt von vorne wieder an. Die nächste Form ist der Respekt. Zum Respekt gehört zunächst dazu, dass wir als Erwachsene, als Eltern in Vorleistung gehen, zum Beispiel indem wir keine körperlichen Züchtigungen vornehmen, ja, das ist einfach respektlos, grenzüberschreitend, auch sonst, dass wir nicht verletzend sind, abwertend sind und sagen, du wirst es nie zu was bringen, solche Dinge sind respektlos. Unsere Haltung sollte respektvoll sein, dann können wir es von den Jungen auch verlangen, dass sie mit uns respektvoll umgehen. Und immer, wenn Sie den Eindruck haben, der Junge ist respektlos Ihnen gegenüber, können Sie ihn fragen, hast du den Eindruck, ich bin auch dir gegenüber respektlos? Und das ist oft eine gute Frage, ja, weil man manchmal dann Dinge zurückgemeldet bekommt, die man selber gar nicht gedacht hat. Ich zum Beispiel hatte mit meinem Sohn einen heftigen Konflikt in der Pubertät, ja. Wir haben viel gestritten und einmal hat er gesagt, du glaubst nie, wenn du in mein Zimmer kommst. Das wäre respektlos, ja. Und dann habe ich gesagt, das stimmt doch überhaupt nicht, ich klopfe immer. Und dann hat er gesagt, ja, okay, du klopfst immer, aber dann stehst du schon in meinem Zimmer drin. Und dann habe ich gesagt, kann gar nicht sein. Ja, vielleicht, wenn es mal wirklich ganz notwendig, dringend ist, aber normal mache ich das nicht. Und 1-2 Tage später gab es so etwas ganz Dringendes, irgendwas, was ich ihm sagen wollte. Ich habe geklopft, stand schon im Zimmer, er lag im Bett und hat gesagt, siehste, das habe ich gemeint. Und dann hat er gesagt, als Pädagogenkind, ja, hat er gesagt, so, und jetzt gehst raus und probierst nochmal. Und so musste ich das dann auch machen. Ja, also ein guter Tipp fürs respektvolle Verhalten ist, versuchen Sie das, was Sie sagen und das, was Sie tun, durch einen Filter laufen zu lassen. Überlegen Sie, würde ich so mich auch meinem besten Freund oder bester Freundin gegenüber verhalten oder würde ich so meiner Mutter oder meinem Vater gegenüber auch mich verhalten? Und wenn Sie dann zum Beispiel sich sagen, hören, wie heißt das Zauberwort, ja, und dann überlegen, würde ich so mit meiner Mutter auch reden und denken, nee, weil meine Mutter würde ich das nicht sagen, wenn sie sagt, gib mal die Butter, würde ich auch nicht sagen, nee, sag erst, wie heißt das Zauberwort. Dann kann man merken, ah ja, da ist was Respektloses im Spiel und dann ist gut, das zu überdenken und sich anders zu verhalten. Und der letzte Punkt heißt, ganz wichtig und ziemlich schwer heutzutage, Ruhe bewahren.
Autorität hat, Führung hat, wer die Ruhe hat. Wie gesagt, wir haben die Verantwortung, wir haben den Überblick. Es ist gut, wenn wir das ausstrahlen in unserem Tempo, in unserem Verhalten, dass wir es ausstrahlen. Wir bewahren die Ruhe. Da gehört zum Beispiel am wichtigsten, würde ich sagen, dazu, wenn es heiße Konflikte gibt, und die gibt es mit Jungen oft oder immer wieder, wenn es heiße Konflikte gibt, sich die nötige Zeit rauszunehmen, um gut zu reagieren. Also wenn der Junge irgendwas anstellt, wenn er zum Beispiel zu mir sagt, du blöde Sau oder sowas, ja, das kommt dann, also bei meinem Sohn jetzt nicht mehr, aber so in der Ereiferung kommt es vielleicht vor, dass er irgendwie sich im Ton vergreift oder irgendwas Bösartiges macht mit dem Schraubenzieher, guckt, was in der Puppe der Schwester drin ist und es aufgebohrt hat, ja, was wir unmöglich finden, wo wir uns als Eltern furchtbar aufregen. Dann ist natürlich notwendig, sofort zu intervenieren und sagen, stopp, hör auf damit, das geht überhaupt nicht. Aber dann nicht in der Hektik denken, jetzt muss das in dieser Sekunde alles gleich gelöst sein und noch die richtige Konsequenz verhängt, weil sonst schießen uns die blödesten Dinge in den Kopf. Wenn wir aufgeregt sind und eben uns nicht die Zeit nehmen, dann sagen wir zum Beispiel so, und es gibt 2 Wochen kein Fernsehen und wir fahren nicht in Urlaub dieses Jahr. So, woher solche Dinge immer kommen, das weiß man überhaupt nicht, aber irgendwelche völlig schrägen Sachen. Und das Problem für diese Ausstrahlung des klaren Ansagengebens ist, wenn wir sowas sagen und nicht halten, dann untergräbt es unsere Position ziemlich. Also es ist besser zu intervenieren und sagen, stopp, sofort aufhören und dann überlegen, ich habe die Zeit souverän, ja? Ich kann die Ruhe bewahren und überlegen, wie lange brauche ich jetzt eigentlich, um da wieder einigermaßen vernünftig zu sein. Dann checke ich geschwind meinen Adrenalinpegel und merke, oh, ziemlich hoch, da brauche ich jetzt 10 Minuten oder eine halbe Stunde und dann kann man sagen, so, ich muss jetzt 5-mal durchatmen und ich muss, also ich kann keine mehr. In einer halben Stunde, wir treffen uns in der Küche und dann reden wir darüber. Und das ist super, ja, weil da strahlen wir die Ruhe aus, die Macht über die Zeit und wir geben gleichzeitig dem Jungen auch die Zeit runterzukommen. Er muss sich nicht verteidigen und sagen, die Puppe war doch eh schon kaputt oder so irgendwas, sondern er kann selber runterkommen, wir können runterkommen und machen dann eben nicht so schräge Sachen. Auch da eine kleine Übung, um Ruhe zu bewahren, wenn Sie jetzt morgen vielleicht mal alleine sind. Das machen wir, diese Übung am besten, wenn die Söhne nicht zu Hause sind. Vielleicht auch, wenn der Partner oder die Partnerin nicht zu Hause ist. Das wird nämlich erstmal ein bisschen schräg. Das ist ganz einfach. Sie stellen sich Ihre ganze Wohnung oder Ihr Haus vor, wo Sie leben, und durchschreiten das Ganze mit der Haltung, ich bin die Königin oder ich bin der König. Durchschreiten, ja, und die verschärfte Variante, Sie müssen es auch noch vor sich hin sagen und durch Gestik deutlich machen. Ja, also Sie merken, es ist besser, wenn die Kinder nicht zu Hause sind, wenn Sie das tun, aber erfahrungsgemäß wirkt das, also allein wenn wir das machen, merken wir, wir werden langsamer. Und dieses Majestätische, ja, ich bin die Königin, dieses Majestätische macht, dass es in uns übergeht und dass wir wieder Zeit ein bisschen runterkommen. Zum Schluss, das hängt mit dem Ruhebewahren zusammen, möchte ich Ihnen noch eins mit auf den Weg geben. Insgesamt ist es so, ich habe mit sehr vielen Eltern, Familien, mit sehr vielen Jungen gearbeitet, zum Teil mit ganz schwierigen, seit 30 Jahren etwa, 30 Jahren arbeite ich mit Jungen, ganz schwierige. Und wenn ich die heute sehe, viele sehe ich nicht mehr, weil ich sie nicht mehr erkenne, aber die, die ich noch sehe, dann wundere ich mich manchmal, wie aus ganz schwierigen Jungen eigentlich ganz nette junge Männer geworden sind. Und sie haben in der Regel nicht ganz schwierige Jungen, sondern halt normal schwierige Jungen. Ja? Und das könnte doch ein Impuls sein, dass sie die ganze Sache relativ gelassen angehen. Also viele Eltern heutzutage, gerade bei Jungen, haben eher die Vorstellung, oh, jetzt hat er eine 4 in Deutsch, ja, wahrscheinlich wird er nie irgendwas werden oder den Anschluss völlig verlieren oder er rempelt einen bös an und die Hose ist kaputt, dann denken, oh, wahrscheinlich wird er kriminell und so. Man hat das schneller, irgendwelche völlige schräge Angstfantasien und da, also aus der Ruhe raus möchte ich Sie bitten oder Ihnen mit auf den Weg geben, versuchen Sie es einfach mit einer Spur mehr Gelassenheit. Also versuchen Sie einfach immer wieder in Erwägung zu ziehen, dass es gut gehen könnte. Dann wird es auf den Jungen ausstrahlen und Ihre Haltung auch stabilisieren und es klar machen, ah, die haben eine positive Sichtweise von meiner Zukunft, dann ist es leichter, dieser Person
zu folgen, der Mutter zu folgen, dem Vater zu folgen, die eine positive Sichtweise hat, als wenn sie schon die Katastrophe im Hintergrund haben. Also versuchen Sie es einfach immer wieder zu sagen, wird wahrscheinlich schon gut gehen, ist nur eine Phase, wahrscheinlich wird es gut gehen, dann fällt es Ihnen leichter und dem Jungen auch. Ja, das war's, was ich sagen wollte. Schön, dass Sie zugehört haben, dabei waren. Vielen Dank. Thank you.